du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Halte ja 2 Gerücken. Ja, okay. Und damit, Leute, willkommen zum 2. Part von Detroit Became Human. Heute geht's weiter mit dem unfassbar geilsten Spiel. Ist wirklich eines der besten Spiele 2018. Habe ich von vielen Leuten gehört, auch von Freunden. Sammelmüll auf. Ja, okay, dann ne. Ich würde mal diese Flasche hier nehmen. Oder auch die Teller. Das geht auch. Hallo. Wo? Ist hier die Küche? Benutzen. Vielleicht. Scannen. Nachdem, was du brauchst. Spülmaschine funktioniert nicht. Jetzt müssen wir hier, oder was? Bring ich dir morgen. Ja, gleich auch, also du weißt wo. Ah, super. Tellerputz-Simulator. Gut. Nee, wirklich, ich hasse das. Ah. Tellerputz-Simulator, Leute. Ist doch geil, ne? Ah, okay, wir müssen kein weiteres Mal. Alice. Oh. Okay. Wir müssen eine gute Beziehung zu Alice aufbauen, das weiß ich. Ich hasse dieses Pet. Nee, wirklich. Ja, Todd. Bring mir ein kaltes Bier. Ja. Sofort. Oh Mann. Mach ich. Ich mach alles lieber ganz schnell, weil ich hab gehört, dass Todd richtig ausrasten kann und das wollen wir ja nicht. Von meinem gesagten Bruder ablegen. So, hier hast du ein Bier. Jetzt beruhig dich, Digga. Das ist was für Dion. Was kotzt du so? Ja, ist okay, ist okay. Mach, dass du hier rauskommst. Mach, dass du hier rauskommst! Ich mach dann weiter. Ja. Nein. Wie kann ich schon wieder den Kamerawinkel drehen? So, okay. Was müssen wir als nächstes machen? Was? Dinge, Aufgabe. Sammle Müll auf. Geschirr gespült. Schalte den Staubsauger ein. Überprüfe den Hinterhof. Okay. Hier, Pizzaschachteln. Die könnten wir noch wegräumen. Aufräumen. Sammle Müll im Mülleimer. Okay, dann holen wir halt zuerst den Mülleimer. Meine Güte. Das hier. Döner. Zuerst mal Döner. Oder... Kommt halt in den Müll, so Teller, ne? Genau. Wo haben wir noch Müll? Hier haben wir noch Müll. Ah, Digga! Die kann sich aber echt nicht bewegen, ne? Den Kaffeetisch. Ist es der hier? Ah, sammeln.
Bring den Müll raus. Putzdienst-Simulator. Sorry, dass ich das mit einem Simulator immer mache. Ich mag das einfach. Es regnet. Öffnen. Und wo ist der andere Müllsack hin? Hä, what the fuck? Okay. Hinterfragen wir nicht. In Tausch. Ach, Leute. Verdammt, Mann. Ich hatte Todd, ist alles okay? Warte mal, haben wir schon alles? Ah, nee. Staubsauger anschalten. What the fuck, was macht er da gerade im Hintergrund? Hä? Gibt es da irgendwelche... Oh shit, ich glaube, sind Drogen. Einschalten, ja. Ja, einschalten. Danke. Überprüfe den Hinterhof. Ah, oh, guck mal. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf. Ey, ich schwör, was... nervt sie. Ja, du auch. Kind. Nervender Vater, Digga. Was ist das denn? Ey, sie darf ja nicht mal... Hängen die Wäsche ab. Ja, welche Wäsche? Ah, die. Ey, Digga, aber Leute, was ist mit dem los? Heilige Scheiße. Dem ist ja nicht mehr zu helfen, oder? Hä? What the fuck, wo bist du mal hin? Aha. Ja, nimm's. Die. Nehmen. Ist da direkt eine Baustelle? Ja, das ist natürlich dumm. Oh, hallo. Können wir mit ihr reden? Knien. Hallo, wie geht's dir? Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Neutral. Hinterhof. Spielst du gerne draußen? Warm. Oh. Okay, wir machen schon mal guten Fortschritt. Ich weiß jetzt nicht, was warm bedeutet. Wäsche die Wäsche neu. Oh Mann, aber sie tut mir richtig leid. Wenigstens sind wir hier, ne? Kara, die Heldin. Okay. What the fuck? Wir können ihr Gesicht bewegen? Das wird nicht gerade, ne? Mit dem linken Joy-Con. Okay, sorry. Leute. Ablegen. Digga! Ja, ist klar, wenn man Drogen nimmt, dann ist es halt so, ne? Dann macht man solche Geräusche. Nehmen. Tam, was ist das?
Red Eye. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Heilige Schatz. Oh mein Gott. Warum versteckt er das überhaupt da, Mann? Wirklich beste Ort. Was müssen wir jetzt? Erstattet Todd Bericht. Okay. Sonst müssen wir hier nichts mehr machen, oder? Ah, doch. Dort gibt's noch was. Und dann Todd Bericht erstatten. Okay. Ah. Was machst du denn? Ja, ist gut. Meine Güte. Können wir mit ihr nichts machen? Nee, wir müssen... Wir können nur Zeitung lesen. Okay, danke. Kamera, Digga. Diese Kamera ist die beste. All Sports. Seite 1. Aha. Oh Gott. Sollten sie verboten werden. Ja, die sollen wahrscheinlich verboten werden. Ich meine, Sport ist ja was für Menschen eigentlich. Was ist das nächste? Zen-Kanji. Die Punkte verbinden. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aha. Subtube. Oder Subtube. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Heilige Scheiße. 2900 km/h. Ich lese jetzt nicht richtig viel, aber yeah. Warte kurz, Leute. Ja, okay. So, Leute, da bin ich wieder. Hat's noch eine zweite Seite? Okay. Ich lese jetzt nicht sehr viel Zeitung. Also ich werde auch diese Zeitung hier nicht sehr viel lesen. Okay, das habe ich jetzt hier nichts mehr. Sorry, dass ich so müde bin. Ich, keine Ahnung. Sind Ferien. Okay, für mich sind sie auch morgen vorbei, aber deshalb nehme ich auch noch hier diese Parts auf. Ich nehme die restliche Zeit, die ich noch habe, nehme ich einfach noch die ersten zwei Parts auf. Erstattet Todd Bericht. Sieht schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Ja, mein Gott. Kann man eigentlich irgendwie schneller laufen? Oh. Sind das Rechnungen? Scheiß. Okay. Dringende Aufgaben. Optionale Aufgaben. Räume Todds Zimmer auf, räume Alice Zimmer auf und putze das Badezimmer. Ich glaube, ich mache das sogar auch. Oh, die Todd. So. Aufräumen. Nein, oh, was ist das? Okay. Ich will nicht die ganze Zeitung lesen. Aufräumen.
Digga, wie viel Müll macht er eigentlich? Das ging schnell. Hey, Alice. Okay. Beseitige. Okay, dann. Digga, der hat einfach Chips in seiner Wohnung. Und Bier und Whisky. Und Wodka wahrscheinlich auch noch. Heilige Scheiße. Mit dem läuft etwas nicht richtig. Warum? Warum behandelt er überhaupt sein Kind so? Okay, wir sollten es wahrscheinlich einfach rein. Shit, der hat eine Waffe. Heilige Scheiße. Boah. Das ist nicht gut, Leute. Was ist das? Was ist das? Hallo? Kann ich das irgendwie noch lesen? Okay, nicht. Danke. Lüften. Anschalten. Haben wir das jetzt trotzdem aufgeräumt? Ja. Warum anschalten? Nee. Okay, die Kamera, die ist ganz. Weg da. Beruhig dich. Okay, ich glaube, das sollten wir auch nicht gerade machen. Aber Digga, wir müssen seinen drei beseitigen. Der zweite Part wird auch bald hier enden. Den dritten Part, der wird ein bisschen länger. So habe ich es auf jeden Fall geplant. Könnt ihr euch auf eine extrem lange Folge freuen? Also wenn ihr wollt. Ihr könnt hier unten auch in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt wollt. Ich hoffe auch, dieses Let's Play kommt gut bei euch an. Ja. Ah. Ich mach ja. Boah, die... Warum können wir einfach nicht den Controller schütteln? Das wird einfacher. Okay. Wann können wir jetzt? Alice Zimmer aufräumen. Oder warte mal, gibt's noch was? Ajo. Nee. Okay. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Was ist das? Ja, einfach mal schließen, Alice, ne? Wunderland. Natürlich. Lüften. Okay. Hm.
Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschalten. Oft vorteilhaft. Okay. Ich weiß nicht, für was wir das gebrauchen können. Vielleicht, wenn Todd ausrastet, einfach mal abhauen. In die Stadt gehen. Rede mit Alice. Aha. Hallo. Oh. Freundschaftlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Weg freigeschaltet. BDF. Okay, sie ist auf jeden Fall zuverlässig. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Warum haben wir einen Schlüssel? Frag Todd nach neuen Anweisungen. Ob das so gut will. Öffnen. Ah! Oh, Treasure. Okay. Was ist hier drin? Sie hat uns ja den... Oh nein. Okay, nee, nicht das. Ah, okay, ein vierblätteriges Kleeblatt. Das heißt, sehr Glück. Bei mir eher nicht. Wenn ich so etwas finde, dann habe ich meistens Unglück. Das war mal trotz, als ob. Oh, nee, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Mutter tot ist. Warum? What? Wenn ich richtig sehe, dann sehen wir hier Alice mit blutigem Kopf und sie weint. Heilige Scheiße, was hat denn ihr Vater gemacht? Oh nein, das ist auf jeden Fall tot. Was? Das sind auf jeden Fall wir dort. Oh mein Gott, jetzt wissen wir auch, warum wir kaputt waren. Todd hat uns zerstört. Heilige. Oh mein Gott. Okay. Jetzt, ich habe jetzt Angst runterzugehen. Ich habe das Gefühl, es passiert etwas. Haben wir irgendwas noch, was wir machen können? Vielleicht in ihrem... Ah ja. Ich will mir nämlich so viel wie möglich angucken. Ah, das könnte ich aber noch aufräumen, oder? Sie malt an den Wänden. Wahrscheinlich, weil sie kein Papier hat, oder? Oh, sie tut mir so leid. Schauen. Ah, ist schon zu Ende.
Sonst haben wir hier nichts. Doch, da war doch gerade was, oder? Ah, da war gerade was. Ich könnte schwören, da war was. Was ist denn hier drin? Aha. Okay. Oh, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, wenn wir runtergehen, dann wird irgendetwas passieren. Mann, was? Stand da gerade 0 von 4? PDF. Leute, das wird nicht gut enden. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Lass ihn in Ruhe! Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Scheiße, lass ihn in Ruhe, Mann. Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Ich hab dich toll, glaub mir. Hab dich ganz toll. Okay, in innerem hat Todd immer noch ein Herz. Oh Gott. Okay, das war jetzt wirklich. Wow. Ey, wir haben fast alles geputzt. Außer etwas. Oh, seht ihr, was ich meine? Diese Story ist einfach wow. Und was ich euch noch empfehlen kann, Leute, wenn ihr auch so eine Story wollt, wie hier, die auch gleich sentimental ist, die aber weniger mit Quicktimes-Events zu tun hat, aber auch mit Entscheidungen, dann guckt bei meinem zukünftigen Let's Play Life is Strange 2 vorbei. Ich schwöre, ich kann es euch nur empfehlen. Gebt diesem Projekt eine Chance. Ich kann es nicht genug sagen. Ich muss es ja nochmal neu starten, weil ich, ein bisschen schlecht angefangen habe, aber ich habe ja nicht so viel gespielt, also ist es nicht so schlimm. Okay, sehen wir die Weltstatistiken an. So, okay. Hier. Okay, bei allem irgendwie nur 50% Aussatz. Geschirrwäschen haben die Mehrheit. Also, es gibt daher sehr viele Leute, die einfach wahrscheinlich einfach hier weitergegangen sind. So, und dann oben steht alles über 90. Kara entdeckt einen Weg nach unten. Okay. Hier 99% haben das gefunden und nur 85% haben die Tabletten aufgeräumt und haben die Waffe gesehen. Oh shit. Aber sonst ist ja alles irgendwie so 99 und so. Die 1% tun mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was die falsch gemacht haben, aber. Okay. Alice gibt Kara den Schlüssel. Okay. Also 2% aller Spieler haben das nicht geschafft. Das sind dann wohl die, die einfach nur Arschlöcher sind. Alice Box geöffnet. Oh Gott. Nee, 6% von diesen Spielern haben diese Box nicht gefunden. Ich habe ja Glück, weil ich hier alles angucken will, aber oh. Stellt euch vor, wir hätten diese Box nie gesehen. Fertig, okay. Ich glaube, wir starten jetzt auch nochmal mit einem anderen Kapitel. Und dann, ja, würde ich mit dir mal sagen, wir verabschieden uns. Ich glaube, die Parts gehen eh immer lange. Ich kann die Zeit nie ein Auge behalten.
Also sorry, die ersten Parts sind wahrscheinlich ein bisschen länger. Tut mir leid. Aber egal. Ist extra lang. Es gibt Leute, die das auch mögen. Und ja. Ich muss aber kurz aufs Klo und deshalb ciao Leute. Wir sehen uns doch beim nächsten Mal. Also erstens, ich muss aufs Klo. Zweitens, es ist eh jetzt, warte mal. 14 Uhr. Falls dieser Part ein bisschen kürzer ist, dann, ja, keine Ahnung, was ich machen werde. Egal, auf jeden Fall, ciao Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Dann geht's hier weiter bei Marcus in einem Haus. Zuerst war mal warm, jetzt sind wir wahrscheinlich bereich oder was. Ja, okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr bisher hingesehen habt, lasst mal in den Kommentaren Hashtag Projaschung. Also schreibt mal, nicht lasst mal. Lasst mal ein Like da, das macht Sinn. Aber lasst mal einen Kommentar da. Ja, okay, so ein bisschen macht Sinn. Sorry. Auf jeden Fall schaut auch bei Die Dogge vorbei. Er spielt Heavy Rain, das Spiel, das eigentlich Quantic Dreams sozusagen berühmt gemacht hat. Das ist legendär. Und ich habe gehört, das soll jetzt hier noch legendärer sein. Checkt auf jeden Fall Die Dogge ab. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ciao, Leute. Lasst auch bei Die Dogge gerne ein Abo da. Aber jetzt wirklich, ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Und ciao. Leute. Kannst jetzt mal ein paar beenden?